Drum komm ich zu dir her, mein Heiland oft wacht. Wir singen ein Liedl dem Liebling, dem Klon. Du magst ja nicht Lauf sie sehr Herz liebs Kind. Es wird schon gleich Morgen, es wird schon gleich Nacht. Drum komm ich zu dir her, mein Heiland auf die Wacht. Will singen ein Liedl dem Liebling, dem Klon. Du magst ja Schlaf sie es Herz liebs ich geh und steh, dort mir mein Herz so weh. In der Steiermark, ja, das ist gewiss. Im Vulkanland rund, wo jetzt der Virus kommt, da haben wir trotzdem unser Freund. Holarei, du Jodi. Jetzt, wo Weihnachten kommt, da tut mein Herz ganz rund, weil es feiernd ist, soll nimmer sein. Aber trotzdem geht ganz viel, weil's online steht. Bissala Musik fürs Kind.
Wir betrinken Feuertrunk, dein Heiligtum. Virus of the Positive, the Human and Digital Music Experience. Und genau so beginnt dieser Abend. Ein positiver Virus, der uns wieder Positivität gibt. Frohsinn, Zuversicht und Mut. Und dazu möchte ich euch und Sie recht herzlich begrüßen. Ja, normalerweise würde ich sagen, im Zentrum Feldbach, Spend Tonight, die legendäre Veranstaltung am 22.12., immer kurz vor Weihnachten. Künstler helfen Steirern, heuer ist es Künstler helfen Künstlern. Und Sie sitzen sozusagen im Wohnzimmer von Vulkan TV. In ihrem eigenen Wohnzimmer. Das ist ja ganz spannend. Ne? Wir haben Vulkan TV, ihr Wohnzimmer. Ich selber stehe im Zentrum in Feldbach, um Sie für diesen Abend jetzt in Empfang zu nehmen und dann durchzubegleiten. Als erstes gilt mein großer Dank dem Sigi Reisinger, der diese grandiose und wunderbare Veranstaltung ins Leben gerufen hat und seit fast 20 Jahren jährlich über die Bühne bringt. Dieses Jahr hat Frische Hochkultur, die Arbeitsgemeinschaft der Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstalter, der Künstlerinnen und Künstler des Steirischen Vulkanlandes und des Thermen- und Vulkanlandes Steiermark, gesagt, okay, live geht nicht, wir gehen online und wir schenken diese Sendung, diese Inspiration dem Sigi, dem es gerade nicht so gut geht. Also gute Besserung, Sigi, auf dass wir nächstes Jahr wieder live miteinander hier auftreten können. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang bei allen, die da teilnehmen, die Sie erwarten, einfach bedanken. Voran Vulkan TV mit einer grandiosen Unterstützung im Medienbereich und natürlich der Firma DigiSound, denn ohne das Ganze, ja, die Technik hinter diesen ganzen Veranstaltungen, ist so eine Veranstaltung nicht möglich, weder live noch im Netz. Und den ganzen Abend werde ich Sie immer wieder ein bisschen aufmerksam machen, was denn eigentlich alles so fehlt, wenn Kunst und Kultur nicht einfach so stattfinden darf. Es wird leicht sein, es wird schön sein und vor allem, es erwarten Sie wunderbare Künstler. Zuerst aber hole ich einen der Kulturveranstalter dieser Region aus Bad Radkersburg, den Günther Zweitig, zu mir an meine Seite. Er ist Obmann des Kulturforums in Bad Radkersburg. Sie haben ihren Hauptauftrittsort im Zehnerhaus in Bad Radkersburg. Ja, und wie das so das Leben ist in Corona-Zeiten als Kulturveranstalter, das hören Sie jetzt von Günther. Günther, du bist Teil unserer Arbeitsgemeinschaft Frische Hochkultur. Warum ist das interessant für das Kulturforum? Ja, also in der jetzigen Zeit ist es besonders interessant. Es ist natürlich auch für Außer-Corona-Zeiten sehr interessant und freut mich, dass es jetzt so geballt und gut in dieser Form zustande kommt. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, dass wir doch Kultur erleben dürfen. Wenn es auch auf digitale Weise ist, so ist immerhin etwas. Kultur ist ein Nahrungsmittel und wir kommen nicht ohne Kultur aus und brauchen das unbedingt. Es war zwar einige Wochen recht angenehmer, ein bisschen ruhigere Zeiten zu erleben und die organisatorischen Tätigkeiten ein bisschen zurückzustecken. Aber jetzt wird es endlich wieder Zeit, dass Kultur wieder präsentiert werden kann und diese Gelegenheit mit den guten Rahmenbedingungen und dem guten Organisationsteam passt jetzt vor Weihnachten perfekt. Ja, und wir haben als Initiative eben mit dem Kulturforum, mit dem Zehnerhaus,
wahnsinnig tollen Input für die Kulturreisebroschüre. Sommerfrische Hochkultur, herbstfrische Hochkultur, winterfrische Hochkultur wird dieses Jahr ausfallen, aber dafür sehen wir uns eben heute Abend und haben alle Künstlerinnen und Künstler, die sonst bei dir auftreten, in anderen Häusern auftreten, einfach versammelt, um zu sagen, Spend Tonight soll auch 2020 stattfinden. Danke, Günther. Jetzt aber der nächste Act für Sie. Robert Knapp und Band, der Liedermacher. Irgendwo im Land, bei einem kleinen Nest völlig unbekannt. Kurze Hosen und kurze Haar, ich weiß genau noch, wie das war. Barfuß gehen, Indianer spielen, Nachbarn seine Kirschen stellen, Schwammerl suchen, früh aufstehen, durch den tiefen Schnee von der Schule heimgehen. Es waren meine Kinder da. Mein Gott, hab ich das alles gern gehabt. Nie mehr nachher war's so schön. Könnt ihr die Zeit nur für einen Tag zurückdrehen? Nur für einen Tag. Der Wiesen liegen, den Bienen zuschauen beim Fliehen, Wolken zählen, Purzelbäume schlagen, den Opa pausenlos vom Krieg aus froh. Schneeball schießen, Schlitten fahren, wascheln nass und halb erfroren, Christkind suchen, Winnetou Filme schauen und einen großen Schneemau bauen. Das waren meine Kinder da. Mein Gott, hab ich das alles gern gehabt. Was da die heute dafür alles geben? Könnt ihr die Zeit nur für einen Tag zurückdrehen? Alles ewig her. Der Opa lebt schon lang nicht mehr. Ein Kirschbaum hat der Sturm umgehaut. Und auf der Wiesen, da haben sie ein Haus hingebaut. Als Christkind glaube ich auch nicht mehr. Und der Winnetou interessiert mich auch nicht sehr. Aber im Winter, wenn es wieder einmal schneit, dann denke ich so gern zurück an die Zeit. An meine Kindertag. Mein Gott, hab ich das alles gern gehabt. Nie mehr nachher war's so schön. Geht die Zeit nur für einen Tag zurückdrehen. Nur für einen Tag.
Wat een bissel kon blijft nog daar. Zet die hin en blijf nog daar. Probeer eens nog eenmaal, kom eenmaal nog. Rijm maar ons des als kom blijf nog daar. Du sagst, das hat keinen Sinn mehr, dass man noch weiter reden. Du sagst, ich bin so stur, ich will nix einsehen. Du hebst jetzt besser ab, du weißt heute nix mehr da. Und mich lass ganz allein ich mit meinem Scherben auf dem Tor. Wart ein bisserl, komm, bleib noch da. Setz dich hin und bleib noch da. Probieren wir's noch einmal, komm einmal noch. Reim wir uns das aus, komm, bleib noch da. Wie ein Bogitz an der Stromgitarre. Robert Tisa am Kontrabass. Jürgen Kuhlmann am Schlagwerk. Was ich glaub, du bist genauso stur wie ich. Ja, ich glaub, du denkst immer nur an dich. Hey Mädel, sag, was ist denn eigentlich los? Komm her zu mir, ich sag das. Wart ein bisserl, komm, bleib noch da. Setz dich hin und bleib noch da. Probieren wir's noch einmal, komm einmal noch. Reim wir uns das aus, komm, bleib noch da. Wart ein bisserl, komm, bleib noch da. Ja, 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 ja. Wart ein bisserl, komm, bleib noch da. Unsere Region lebt von Künstlern, die hier leben. Wir haben über 100 Künstler, die hier leben und ungefähr 50% davon sind international bekannt. Eine davon ist eine ganz junge, Ursula Reicher. Sie spielt heute im Duo mit Thomas Gieferl. Freuen Sie sich auf sie. And it all began. Questions and more questions remain unanswered. All that has been said, all that we have gone through, piles up until we break into thoughts which race through my head like fast trains. And here I stand,
without the mask, naked and alone, and I the mind, and I the mind, release me now, whichever way you look, everything changes. And when thinking about what was in the past and what will be in the future, I realize, standing here without any clothes, without the mask, naked and alone, and I am saying, release me now, whichever way you look, everything changes. So many ways for everything, so many ways for so many words for everything, so many words for nothing, release me now, please let me go. Take off your mask, 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 take off your mask. Einen wunderschönen Abend. Es ist wunderbar, hier zu sein. Es ist wunderbar, zu spielen. Jetzt in einem anderen Format, in dieser ja, sehr, sehr verrückten Zeit. Ich gebe einen kurzen Vorgeschmack auf mein neues Solo-Projekt, was in Kürze released werden wird. An meiner Seite der wunderbare Thomas Gieferl. Und den Song, den ich gerade gespielt habe, ist Let Me Go, wo es eigentlich darum geht, dass man gewissen Situationen, wo alles zu viel wird, einfach entkommen will. Und wir wünschen mit der nächsten Nummer ganz, ganz viel Freude in der Weihnachtszeit. Freude, Freude, das ist ein wichtiges Wort. Und gute Zeit mit euren Liebsten, sofern es möglich ist. Passt auf euch auf, bleibt gesund und hört nie auf, das zu tun, was ihr am meisten liebt. Deswegen spielen wir so gerne, deswegen sind wir Musiker und Künstler und Künstlerinnen. Und in diesem Sinne spielen wir jetzt die Nummer Both Eyes. You say you never felt something like that before. You breathe me in, you like my smell. You say you
just want to hold me in your arms. I put a magic spell on you. You say you don't want things too close to you. It takes up a lot of space. Oh, what is true? You want it, now you don't. How you always hurt the one you love. Vielen Dank. Thomas Gieferl, Ursula Reicher, vielen Dank. Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen im Hintergrund für so eine Veranstaltung tätig sind? Ganz schön viele, kann ich nur sagen. Und in Corona-Zeiten bedeutet das, man braucht einen großen Platz, um genug Abstand zu haben. Man braucht natürlich ganz strenge Auflagen, einen ganz, ganz straffen Zeitplan. Und das alles hätte nie funktioniert ohne Leute wie eine Andrea Meyer, wie den Harry Stiegler, wie die Christine, wie den Günter Tuscher, wie den Martin Meitz und den Christian Rath. Da möchte ich jetzt mal außergewöhnliches Danke sagen. Und dann einen, der im Hintergrund für alles immer bereit war, das war der Ernst Grieshofer. Und dann natürlich unsere Hände im Hintergrund, das heißt, eine kommt jetzt zu mir an die Seite. Frische Hochkultur ist die Arbeitsgemeinschaft der Künstlerinnen und Künstler, der Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstalter. Und an meiner Seite ist jetzt Susanne Weidlaner vom Pavelhaus, Pavlova Hischer in Bad Radkersburg, ein grenzüberschreitendes Kulturzentrum und sozusagen unsere internationale Dependance.
Danke für die Einschätzung. Was ist euer Programm? Warum gerade hier in dieser Gegend und warum auch Teil der frischen Hochkultur? Ja, unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Slowenen in der Steiermark zu unterstützen und zu fördern, die laut Staatsvertrag auch dort die Rechte verankert haben. Und ja, es hat sich dann ergeben, das Haus in Lafeld bei Bad Radkersburg zu kaufen, das sogenannte Pavel-Haus, Pavlo Vahisha. Und es ist unser großes Anliegen, seit jeher eben grenzüberschreitend zu arbeiten und ja, die in der Region mitzuarbeiten, finde ich, ist einfach wichtig, ein Netzwerk aufzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und deswegen sind wir gerne da dabei. Und ihr seid ja auch eine Initiative, die natürlich Gäste zu uns bringt, weil es ganz spannend ist zu sehen, dass die Steiermark ja aus zwei Teilen besteht. Ja, es war ja mal nur ein Teil. Viele haben vergessen, dass es eine slowenische Steierska gibt. Das verbindet uns und ich glaube, jetzt sind wir inzwischen schon so, dass diese Grenze immer mehr so gesehen wird, auch wenn sie immer wieder versucht wird, dicht zu machen. Unser Ziel ist es, genau daran zu arbeiten, solche Grenzen zu überwinden und die Leute zu einem Austausch zu bringen, zum Mitmachen zu animieren und einfach eben Grenzen in Köpfen ja, zu überwinden. Du bist eine, der das gelingt, weil sie ist nicht nur im Pavel-Haus tätig, sondern auch für Hochsommer das Bildende Kunstfestival, das, ich sag mal, wirklich das internationalste ist, das wir haben, weil da für dieses Festival, und das ist ein Festival, wo es von Kulturstätte zu Kulturstätte geht, von Atelier zu Atelier, das im Sommer stattfindet, im Hochsommer, wie gesagt, international bildende Kunst, ein bildendes Kunstfestival. Wie ist das da hier in der Region verankert? Es ist ja noch ein sehr junges Festival, aber es war auch da die Idee, einfach gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam können wir uns besser darstellen, uns präsentieren. Und es war aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, wie spannend die Region abseits der großen Städte wie Graz, Wien ist, dass da Kultur auf höchstem Niveau passiert, dass das oft gar nicht wahrgenommen wird. Und auf das wollen wir eigentlich hinweisen und deswegen auch dieser Zusammenschluss. Und da gibt es wirklich viele spannende Sachen inzwischen Jennersdorf, Radkersburg zu entdecken. Und wie gesagt, Hochsommer, frische Hochkultur, gemeinsam hohe Professionalität, auch in der Kommunikation für die bereits stattfindende hochprofessionelle Kultur. Als nächstes gehen wir in die internationale, in die große weite Welt. Man sagt eigentlich, Bon Jovi klingt wie Sie. Sie machen sich selbst eine Meinung. Hören Sie nun Thanks. Down the river again, we've been walking for the New York rain. Up down the river again, my girl and me in the rain, making our way through the crowd. We've been going back and forth again. We've been up down the river again in the up the Hudson Bay, we claiming we will never fall, taking out a wing of light, happy just a broken heart. We immerse in a skyscraper world, diving deeply just me and you. We've been up down the river again in the far away from home, Broadway in
sunny skies, taking in gorgeous sights, weeping on the town of New York. Out on the road for so long, seemed the color that would lose and fade away. Music on the streets everywhere, but the people don't listen, don't care. Little Italy looks so fine, we're tempted to be lost in time. We've been up down the river again in the New York rain. We've been far away from home, Broadway and Kodak Chrome. We've been on the town of New York. We've been on the sunny skies, taking in gorgeous sights. We've been on the town of New York. Lost my friend in USA, the brother I like to have. Lost my friend in USA, he was more than a friend. He had a pretty blonde wife, a daughter of his own. Had a pretty blonde wife, and now he's gone. I lost my friend in USA, he was more than a friend. I lost my friend in USA, I miss his smile, I miss him. He had a pretty blonde wife, a daughter of his own. He had a pretty blonde wife, now he's gone.
lost my friend in USA. He was more than a friend. I lost my friend in USA, the brother I like to have. He had a pretty blonde wife, a daughter of his own. He had a pretty blonde wife, a daughter of his own. Had a pretty wife, but now he's gone. Was wäre die Kultur, wenn es keine Unterstützung gäbe? Wenn es keine Menschen gäbe, die sagen, okay, wir setzen uns für euch ein, wir schauen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Kultur tätig sein kann und dass sie auch Anerkennung findet, Verbreitung findet und Kommunikation findet. Ich habe eine jetzt zum Interview gebeten, die sich im Ausschuss, im Nationalrat damit beschäftigt, und das ist die Frau Nationalratsabgeordnete Agnes Totter. Sie sitzt im Bildungsausschuss, sie sitzt aber auch im Kulturausschuss, und es ist mir eine ganz große Ehre, dass die Frau im Nationalrat, die aus der Südoststeiermark uns in Wien vertritt, unsere Aktion Spend Tonight Online 2020 unterstützt. Herzlich willkommen, Agnes. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das Spannende ist, dass wir ja hier eine Region sind, die sehr reichhaltig an Kultur ist, sehr viel diverse Angebote hat. Wenn man hier lebt, hat man große Möglichkeit, Dinge zu besuchen. Wenn du jetzt den Vergleich mit Wien siehst, wo du ja sehr oft bist, wie würdest du das beurteilen? Naja, Österreich ist insgesamt eine großartige Kulturnation, und das reicht von der kleinsten Initiative im kleinsten Dorf bis zu den Hochkulturen in den Landeshauptstädten, in der Bundeshauptstadt oder bis zu den Festspielen. Aber so wie du sagtest, also gerade in unserer Region findet sehr vieles statt, also viele kulturelle Veranstaltungen, hochwertige kulturelle Veranstaltungen, und das macht unsere Region absolut reich. Und frische Hochkultur ist ja die Initiative von Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstaltern, Künstlerinnen und Künstlern, um genau diese Qualität, die wir hier haben, im Rahmen der professionellen Kultur und im Rahmen der Hochkultur, und zwar von Pop bis Klassik, von Museum bis bildenden Künstler, von philharmonischen Klängen, wo die Wiener Philharmoniker zu uns kommen, bis zu Swing und Dixie und Most und Jazz. Jazzliebe, wir haben, sind die Jazzregion schlechthin. Also wir haben Festivals auf allen Ebenen, auch in der bildenden Kunst. Dafür reisen Menschen international zu uns hierher und schauen sich die gesamte Region an. Wir haben gezählt, beim ersten Zählen sind wir auf 77 Künstlerinnen und Künstler gekommen. Dann haben wir weitergeschaut, inzwischen sind wir auf ca. 120, die hier leben. Und ich sage mal, 50% davon sind international erfolgreich. Und sie kommen immer wieder gern hierher, um hier zu leben. Das heißt, ist so eine Initiative, weil jetzt geht ja viel runter mit Covid-19, gerade in der Kultur, ist für dich so eine Initiative, das auch online zu machen, online zugänglich zu machen, ist das eine interessante Initiative? Wie siehst du das? Sehr interessant, selbstverständlich. Und da sieht man, wie unsere Künstlerinnen und Künstler kreativ sind. Also sie machen vieles, sie stellen sich schnell um, sie sind flexibel und bieten für uns alle was Großartiges. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, frohe Weihnachten und einen ganz guten Rutsch. Vielen Dank für die Einladung. Grad bei dir spür ich ein besonderes Gefühl, ein Gefühl von Freiheit und von Verbundenheit. Oft sucht man was, was längst schon bei einem ist. Man will's nicht glauben und lasst es zu oft ziehen. Jetzt sind wir wieder beieinand. Ich nimm die ganze Zeit an deiner Hand. Und ich krieg Herzklopfen. Jetzt sind wir wieder beieinander. Und ich krieg Herzklopfen. Und ich nimm die bei der Hand. Und ich krieg Herzklopfen. So Herzklopfen, Herzklopfen.
irgendwie doch zahm, warst immer bei mir in meiner Fantasie. Wir waren so fern und trotzdem so vertraut. Ich hab dich gesehen und mich in die verschaut. Jetzt sind wir wieder beieinander. Ich nimm dich ganz zart an deiner Hand. Und ich krieg Herzklopfen. Jetzt sind wir wieder beieinander. Und ich krieg Herzklopfen. Und ich nimm dich bei der Hand. Und ich krieg Herzklopfen. So Herzklopfen, Herzklopfen. Nur bei dir. Jetzt sind wir wieder beieinander. Jetzt sind wir wieder beieinander. Jetzt sind wir wieder beieinander. Ich nimm dich zärtlich an deiner Hand. Und ich krieg Herzklopfen. Jetzt sind wir wieder beieinander. Und ich krieg Herzklopfen. Und ich nimm dich bei der Hand. Und ich krieg Herzklopfen. So Herzklopfen. Herzklopfen, nur bei dir, nur bei dir, nur bei dir, nur bei dir. Setz dich her zu mir, ich erzähl dir Geschichte von Liebe und Freiheit, wie schnell man das vergisst. Da mach mal unsere Augen zu, träumen in einer anderen Welt, eine Welt voll Glück und Hoffnung. Nur die Liebe zählt, wo nur die Liebe zählt, wo nur die Liebe zählt. Komm, nimm mich bei der Hand und geh mit mir ein Stück. Sag mir einen Teil von deinem Leben, den sonst niemand kennt. Mach mal unsere Augen zu, träumen in eine andere Welt, eine Welt voll Glück und Hoffnung, wo nur die Liebe zählt, wo nur die Liebe zählt, wo nur die Liebe zählt, wo nur die Liebe zählt. Die Schulen in unserer Region sind Talente-Schmieden. Es gibt zwei Bundesoberstufen-Realgymnasien mit Instrumentalzweig und in Feldbach ist vor ein paar Jahren einer abgegangen, der international von sich reden machen wird. Im Moment ist er national sehr, sehr stark unterwegs. Ich kann nur sagen, enjoy Florian Trummer. Thank you.
met a girl, her name was Joanna. She always tries to change my mind. I met a girl, her name was Joanna. I know that she's one of a kind. Don't be stressed, there's just one rule. Please talk slower and stay cool. Slow down, Joanna, 'cause I can hardly understand a word. I met a girl, her name was Joanna. I know sometimes I drive her mad. I met a girl, her name was Joanna. I know she'll never make me sad. I see you calling on at last. Please calm down, don't talk so fast. Slow down, Joanna, 'cause I can hardly understand the word. You're the one who has to face your fears. Go on and believe in your dreams. Stop worrying about everything, 'cause it's not always as hopeless as it seems. I met a girl, her name was Joanna. She always tries to change my mind. I met a girl, her name was Joanna. I know that she's one of a kind. Don't be stressed, there's just one rule. Please talk slower and stay cool. Slow down, Joanna, 'cause I can hardly understand the word. 'Cause I can hardly understand the word. 'Cause I can hardly understand the word. Vielen Dank. Ich bin der Florian Drummer und habe heute die Ehre, ein paar Songs von meinem neuen Soloalbum zu präsentieren. Und die erste Nummer trägt den Titel Slow Down Joanna. Und weiter geht's mit einer Nummer, ein Stück mit dem Titel Getting Home. Wasted much time, but nothing to do. Found no way out. Tried getting home to you. To go there, to see all the faces, and trying to find myself, and visit all the places we've never met. Maybe it's better, 'cause sometimes I feel we shouldn't get together. I wasted much time, nothing to do. Found no way out. Tried getting home to you.
train leaves the station. The next will come soon. Take your last chance and leave your lonely room. I wasted much time, nothing to do. Found no way out. Tried getting home to you. Sechs Leute, zwei Mädels, wirklich spritzige Unterhaltung. Und sollten Bälle wieder stattfinden, die kann man buchen. Die spielen den ganzen Abend. Sie machen sich am besten selber ihre Meinung. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. There's a door hallway you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree like the Christmas berry wreath. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You'll get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. With bells of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Wir sind Six Chin, wir sind eine neu gegründete Coverband aus dem Raum Feldbach, Fürstenfeld, und unser Tobias ist in dem Fall die Umgebung von beiden Ortschaften. Und wir am Anfang 2020 haben wir uns gegründet, uns vereint die Leidenschaft zur Musik. Wir wollen Menschen mit unserer Musik Freude machen, und was uns vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger ist, ohne egoistisch zu sein, wir wollen selbst eine Freude haben an der Musik. Und deswegen will ich jetzt gar nicht viel weiterreden, vielleicht erzähle ich später noch ein bisschen was. Aber wir würden dann gleich mit der nächsten Nummer weitermachen. I said away, there's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets the way.
So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel love is there, I'm loving angels instead. When I'm feeling weird and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. As the feeling grows, she brings flesh to my bones. And when love is there, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, down the she won't forsake me. I'm loving angels instead. Was für uns frische Hochkultur, die Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstalter der Region und die Künstlerinnen und Künstler der Region, ein wichtiger Teil ist, ist auch, uns mit historischen Gebäuden zu verbünden, also uns wirklich zusammenzuschließen und zu sagen, Kultur kann stattfinden in einem Kulturkeller, Kultur kann stattfinden Freiluft, Kultur hat große, große Festivals und es gibt die Schlösserstraße. Und der Vorsitzende der Schlösserstraße hat gesagt, okay, er kommt zu einem Interview, er ist bei uns in der Arbeitsgruppe dabei, Magister Andreas Badeau, der so ein bisschen erzählt, warum es immer wichtig ist, vom geschichtlichen Boden auszugehen, um in die Zukunft zu gehen und was es damit auf sich hat, dass Schlösser schon früher immer zeitgenössische Kultur sehr gefördert haben. Uns geht es darum, dieses herausragende kulturelle Angebot professionell zu promoten und das tun wir jetzt unter anderem mit Spend Tonight Online. Herr Magister Andreas Badeau, herzlich willkommen. Sie sind ja jemand, der mit Internet und Computer aufgewachsen ist. Naja, ich bin nicht derjenige, der es umsetzt, sondern da habe ich sehr gute Mitarbeiterin, nämlich unsere Frau Walterin bzw. auch Geschäftsführerin der Schlösserstraße, die Frau Sonja Skalnik, die macht das Ganze. Also ich mehr oder weniger könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin da nicht so fein auf dem Gebiet, aber sie macht es hervorragend. Was aber gelungen ist in Schloss Kornberg ist,
zu Beginn dieser Covid-Krise etwas zu machen, nämlich Schlossführungen ins Netz zu verlegen. Ja, das haben wir eigentlich gemacht aufgrund Ihrer Initiative. Sind wir dann auch auf die Idee gegangen, das könnten wir auch in Kornberg machen, weil beim ersten Lockdown haben wir gesagt, wir verlieren ja oder wir sind dann nicht mehr im Bewusstsein unserer Gäste, machen wir so etwas. Und da hat sich aus einer Führung haben sich eigentlich 16 solche Online-Führungen ergeben, wobei das zuerst im Schloss war, dann im Nebengebäude, dann auch im Meierhof, wo die kleine Welt der großen Schlösser auch gezeigt wird und auch die Lego-Ausstellung, dann noch den Reitclub und natürlich auch meine Nachbarin, die hervorragenden Schlosswein auch erzeugt, auf unseren ehemaligen Schlossweingütern, die Frau Titel, die ja viele Preise auch heuer gewonnen hat. Ja, es hat uns, und das hat mich besonders beeindruckt, wir hatten dann, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch Follower gehabt. Und das hat sich dann so weitergegeben, dass das an die 3000 waren, die uns immer von der einzelnen Führung zur nächsten Woche, sprich Freitag und Sonntag, habe ich diese Online-Führungen gemacht, begleitet haben. Diese sind aber dann auch zu einem großen Teil auch dann gekommen, wie der erste Lockdown schon vorbei war. Also wir haben sie mehr oder weniger auch motiviert, zu uns zu kommen. Und Schloss Kornberg geht jetzt einen weiteren Schritt, was auch für mich so diesen Bereich der Professionalisierung gehört. Auf der einen Seite wird von euch der Leadership Transformation Summit gestreamt, also von der Historie hinaus in die Welt. Und auf der anderen Seite mit den Führungen macht ihr jetzt einen Schritt der Professionalisierung, nämlich auch bezahlte Führungen im Netz anzubieten. Ja, das ist der nächste Schritt und da arbeiten wir sehr eng mit dem Vulkan TV zusammen und auch mit Ihnen, dass wir eben solche Online-Führungen dann auch ins Netz stellen können. Und der nächste Schritt ist auch dieser, das ist auch eine professionelle Agentur und da arbeiten wir auch mit dem Benediktiner Stift Admont, die das ja schon vorbereitet haben, dass man auch solche Führungen im Netz buchen kann, gegen Entgelt auch. Das ist dann eigentlich der Schritt in das Internationale. Also da kann man von jedem Punkt der Welt kann man so eine Führung dann abrufen. Ich glaube, das ist auch die Chance dieser Zeit jetzt, dass alles, was man ins Netz stellt und wenn man das mit guter Qualität macht, dass das natürlich eine hohe Internationalität erreichen kann. Und wenn man es gescheit bewirbt und wenn man auch interessante Inhalte hat, das natürlich auch gelingt. Was sehr, sehr spannend ist, ist ja eure Ausstellung. Ihr habt nächstes Jahr ein Jubiläum. 1871 wird die Ausstellung heißen und es bedeutet, dass beides vorbereitet wird. Also man wird sie live erleben können mit theatralischen Stationen, mit Virtual Reality, mit 3D-Impressionen und sollte wieder ein Lockdown sein, kann man das online im Netz besuchen. So ist es, genau. Also vor 150 Jahren hat mein Urgroßvater eben Kornberg erworben vom damaligen Besitzer, den Fürsten Liechtenstein. Und da wird eben unsere Geschichte auch erzählt mit allen Höhen und Tiefen, die sich in einer solchen Familie eben abgespielt haben in 150 Jahren. Vom Beginn, wie eben die Familie aus Triest gekommen ist, dann der Erste Weltkrieg, dann die Zwischenkriegszeit, wo dann ein Großteil des Vermögens auch verloren gegangen ist. Und jetzt wieder, wo wir im Aufbau sind, bedingt durch die zwei Familienzweige, der österreichische Teil der Familie, der spanische Teil der Familie, wo wir jetzt ein gemeinsames Investment auch im Banat, sprich in Westrumänien gemacht haben, wo eben mein Sohn mit seiner Familie dort lebt und auch diese Landwirtschaft und Viehzucht betreibt. Frohe Weihnachten. Die nächsten sind Mädels, nur Mädels. Und sie sind süß, wahnsinnig süß. Also die Frage ist halt einfach, Vanillekipferl, 1 Kilo oder die Damen, die jetzt kommen? Freuen Sie sich auf die Pixiersen Pixen. Kalorienärmer sind die Damen. Thank you.
Wäsche ist bügelt, die Betten sind gemacht. Und stellt euch nur vor, ah, der Teppich ist klopft. Siehst das nicht, siehst das nicht, schau dir das an. Das ist nicht das Christkind, das ist ja mein Mann. So emsig und fleißig, so sauber und schön. Wie kann's das nur geben? So ein Wunder, ein Weihnachtswunder. Zwickt's mir immer nicht dran. Montiert er die Ski und kommt dann, weiß Gott, wo erst hat. Spürst das nicht, es hat sich was down. Das Christkind hat braucht mir einen tüchtigen Mann. Das Essen ist fertig, das Haus blitzeblank. Weihnachten sei Dank, so ein Wunder, ein Weihnachtswunder. Zwickt's mir immer nicht warm, weil am Freitag auf Nacht montiert er die Ski und kommt dann, weiß Gott, wann erst heim. Jingeling, Klingeling, was ist jetzt passiert? Ich steck mich gleich auf, weil mein Handy vibriert. Ich steig aus dem Bett raus und schau um mich dumm. Im Haus ist alles gleich geblieben, ich frag mich warum. Hoppala, tralala, was ist denn da los? Auf einmal werd ich ganz bloß. Im warmen Bett, da liegt mein Mann. Na, sag bitte nicht, na, das gibt's ja nicht. Na, es war nur ein Traum. Wer kennt sie nicht? Die Marching Band des Steirischen Vulkanlandes. Und inzwischen auch des Thermen- und Vulkanlandes Steiermark. Soko Dixie. Bevor es losgeht mit denen, habe ich den Toni Eder zum Interview gebeten, denn Most und Jazz war dieses Jahr das Festival, das gerade noch über die Bühne gehen konnte, mit extremen Sicherheitsauflagen, und trotzdem war es ein voller Erfolg, auch von der Atmosphäre her. Das heißt, wir Menschen können das, wir können problemlos ein bisschen Distanz halten, die nämlich gesund ist für uns, und gleichzeitig ein schönes gemeinsames Erlebnis haben. An meiner Seite jetzt Toni Eder, derjenige, der vor 20 Jahren ungefähr angefangen hat mit Most und Jazz, einer der Vertreter und einer der Aushängeschilder des Ganzen. Most und Jazz war eines der Festivals, die hier im Steirischen Vulkanland stattfinden und Teil dieser ganzen Festivallandschaft sind. Ihr konntet ja sozusagen im letzten Abdrücker das Festival machen, unter anderem, weil ihr wirklich ausschließlich draußen wart. Wie geht es am Festivalveranstalter mit Situationen wie Covid-19? Ja, diese Situation heuer ist sicher für alle extrem schwierig. Most und Jazz unter Peter Wendler heuer
hatte das Glück, in ein Zeitfenster hineinzufallen, dass es doch stattfinden konnte. Wir konnten die Bedingungen nur draußen, nur am Platz und mit beschränktem Zugang bei feststehenden Stühlen durchzuführen. Und es war auch schön, dass sich alle Musiker, Techniker und alle gefreut haben, dass sie wieder auftreten dürfen. Es ist für einen Veranstalter schwer, weil eigentlich nichts zu planen war. Es sind so viele Pläne gemacht worden und wieder im Schreibtisch verschwunden oder im Papierkorb. Noch schlimmer war es natürlich für Musiker, die ihr Leben nicht mehr planen konnten. Manche Hauptberufler haben dann einen kleinen Ersatz bekommen. Nebenberufler sind total aus der Rolle gefallen. Ganz schlimm auch für Technikanbieter, Bühnenbauer, die praktisch ins Uferlose gefallen sind. Und wir wurden, ehrlich gesagt, am Anfang total vergessen, dass es diese 200.000 Menschen, die in diesem Fach arbeiten in Österreich, auch gibt. Ich wiederhole es nur, 200.000 Menschen, das ist nicht wenig. Und genau das ist der Punkt, warum wir gesagt haben, wir wollen Spend Tonight dieses Jahr online gehen lassen. Wir sammeln für diese Künstler, auch für die Entertainment-Techniker, für alle, die da in dieser ganzen Industrie tätig sind, weil es teilweise wirklich so passiert ist, dass sehr, sehr prekäre Situationen entstanden sind. Also ich weiß, ich kenne Künstler, die haben in der Regel 200 Auftritte pro Jahr gehabt und die hatten heuer 3. Wir haben da hier jetzt einen Techniker, der uns unterstützt, der auch gesagt hat, das ist sein 3. Gig in diesem Jahr. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht mit einem Welcome-Bonus ausgleichen. Das geht sich einfach nicht aus. Das ist es ja. Und für einen Musiker, das haben wir eben beim Most & Jazz auch so gespürt, die haben sich so gefreut, dass sie wieder zusammenkommen konnten und spielen konnten. Es ist ja nicht so, dass ein Musiker immer auf den Lohnzettel schaut. Er muss es natürlich, sonst kann er auch nicht leben oder eine Familie ernähren. Aber primär will ein Musiker spielen gehen, für Publikum spielen gehen, Applaus hören und auf die Schulter geklopft werden. Hui, das war eine gute Nummer. Und das fehlt den Musikern schon sehr und tut der Seele nicht besonders gut. Wir hoffen, dass das nächste Jahr wirklich besser wird. Und ich danke jedem, der etwas gemacht hat. Es wurden Teile, wenigstens von der Jazzliebe, von Sigi Reisinger durchgezogen, solange es möglich war. Es findet dieser Abend in einer ganz anderen technischen Umgebung zustande. Aber wir gewöhnen uns daran, dass das so ist. Und ich hoffe, Sie klatschen zu Hause wenigstens beim Zuschauen. Uns geht der Applaus sehr ab. Genau. Und in dem Sinn bitte posten, posten, posten. Gebt uns Kommentare. Großen Applaus. Es geht auch wörtlich, auch wenn es anders klingt. Aber wir brauchen das Feedback. Danke, Toni. It's Christmas time, and it's your son's wings, it's time to win, so hold on.
Der Höhepunkt von jedem Spend Tonight ist diese Band. Sie spielt auch schon seit vorgestern und sie ist eine Mischung aus kreativen Köpfen, aus Profimusikern und sie ist hier beheimatet. Freuen Sie sich auf Dr. Jekyll and the Hyde Company. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald ging, wo sieben ja kein Blatt dran hing. Jesus und Maria. Was trug Maria unterm Herz, Kyrie eleison? Ein kleines Kind ganz ohne Schmerz, das trug Maria unterm Herz, Jesus und Maria. Thank you.
Was kriegt das Kind zum Patengeld? Kyrie Eleison. Den Himmel und die ganze Welt, das kriegt das Kind zum Patengeld. Jesus und Maria. Wer hat erlöst die Welt allein? Kyrie Eleison. Das hat getan das Christkindlein, es hat erlöst die Welt allein. Kyrie Eleison, Jesus und Maria. Liebe Damen und Herren zu Hause, an den Empfangsgeräten, wir wünschen Ihnen und allen, die Sie lieb haben, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Seien Sie nicht grantig, bleiben Sie bitte fröhlich. Für das nächste Jahr wünschen wir Ihnen viel Gesundheit, viel Elan und vor allem viel von der Liebe. Denn davon handelt das zweite Stück, das wir heute für Sie mitgebracht haben. Abend gießt mir Rotspon ein, mitten ins Gesicht. Ewig ist der Wackerstein, ich bin es nicht. Ewig ist der Wackerstein, ich bin es nicht. Wer hält mein Leben kurz, Fei oder Gin? Leicht wie ein Vogelfurz fliegt es dahin. Leicht wie ein Vogelfurz fliegt es dahin. La 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 la. Hagel pickt und Hegel packt, nicht mein Geweiht. Bei Liebe und Schnickschnack vergeht mir die Zeit. Bei Liebe und Schnickschnack vergeht mir die Zeit. Liebste, ich sing an dich, denk bei Tag und Nacht, weil mich das Ding an sich trübsinnig macht, weil mich das Ding an sich trübsinnig macht. La 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 la. Da 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 da. Treib ich meine Dolen heim, you can't be true, dear. Wie ein verrückter Reim leg ich mich zu dir. Wie ein verrückter Reim leg ich mich zu dir. Tu meinen Wanst diridum vor deinen Birnenbug. Was du begreifen kannst, macht mich nicht klug. Was du begreifen kannst, macht mich nicht klug. Da da la la da 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 da. La 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 la. Was du begreifen kannst, macht mich nicht klug. Und wie immer am Abschluss eines wunderbaren Abends. Es wird einem warm ums Herz, so ein paar Tränchen im Auge. Weihnachten ist in 2 Tagen, also noch 2-mal schlafen.
Und damit wünschen wir Ihnen frische Hochkultur. Kultur gibt dem Wasser Feuer. Die Kulturveranstalterinnen und Kulturveranstalter, die Künstlerinnen und Künstler des Steirischen Vulkanlandes, des Thermenvulkanlandes Steiermark. Gesegnete Weihnachten. Und wir, das sind Veranstalterinnen, Künstlerinnen, Veranstalter und Künstler aus Feldbach, aus Fähring, aus Straden, aus Bad Radkersburg, aus Petersdorf, aus Markt Hartmannsdorf, aus Riegersburg, aus Bad Gleichenberg, aus Fürstenfeld, aber auch aus Klöch und aus vielen kleinen Städten, die hier gemeinsam eine Festivalregion bespielen, die, glaube ich, noch gar nicht so richtig anerkannt wird. Und genau darum geht's. Schöne Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.